Um euch ein bisschen was darüber zu erzählen, so als Ausgangspunkt für die Visualisierung nimmt man immer die Visualisierungspipeline. Das sagt im Prinzip nichts anderes aus, wie was habe ich für Daten, wie verarbeite ich meine Daten so über den Filterungsprozess, über den Mapping-Prozess zum Rendering zu einer fertigen Visualisierung. Und die Daten habt ihr jetzt schon einen Vorteil, ihr habt schon eine Datenquelle, also ihr müsst euch da zum Beispiel nicht mehr Gedanken drüber machen, wie kommt man überhaupt an Daten, also wo scrape ich die Daten weg, sondern ihr könnt im Prinzip schon bei der Filterung der Daten anfangen. Also die Rohdaten, die ihr bekommen habt, so aufzuarbeiten, dass ihr sie danach für die Darstellung benutzen könnt. Also es kann zum Beispiel sein, was möchtet ihr überhaupt darstellen? Also das ist erstmal die Frage, die als erstes aufkommt. Welche Merkmale will man sich dann da genauer anschauen im Datensatz? Muss ich sie noch bereinigen, formatieren oder irgendwie filtern? Kann ich in statistische Größen darauf anwenden, also Mittelwert, Median oder auch eine Klassifizierung? Gibt es Ähnlichkeiten in den Daten? Kann man die dann irgendwie zusammenfassen nach irgendwelchen Kriterien? Das sind so Schritte, die man sich überlegen muss, wenn man das erste Mal mit den Daten so in Kontakt kommt. Und danach mappt man die Daten. Nichts anderes ist es einfach zu sagen, okay, mein Datenpunkt wird mit einer Geometrie verbunden, also in der Geometrie in Form von Punkten, vielen Dank an Lisa für die Grafiken, oder einer Linie, was jetzt hier noch nicht so viel aussagt, aber das überlegt man sich erstmal. Oder halt auch von Farben, wobei man dann immer so ein bisschen guckt, was hat die größere Aussagekraft, dass ich jetzt eine Form wähle oder eine Farbe oder eine Schattierung oder eine Textur, was man vielleicht aber gar nicht so sehr sieht. Und beim Rendering passiert eigentlich nichts anderes, als die wilden Daten, die wilden Punkte, die ihr vorgesehen habt, um die Linie miteinander zu verknüpfen und als Diagramm darzustellen, also in dem Chart quasi. Dass ihr habt eine X- und Y-Koordinate, ihr habt einen Bezugsraum quasi dazu, dass ihr seht, das ist zum Beispiel das Merkmal Monate und das ist das Merkmal, wie oft war ich in der Schule. Das ist nicht so, ne? Vielleicht falsch die Achsenbeschriftung, aber scheinbar wart ihr zum Ende des Schuljahres dann doch eher mehr da. Aber sowas muss man sich dann halt überlegen. Oder ich glaube, ihr wollt auch vielleicht was mit Karten machen, dann müsst ihr euch überlegen, ist es ein Bezugspunkt auf der Karte, den ich habe, oder ist es eine Fläche, wie zum Beispiel ein Land, was ihr einfärben wollt? Dann nimmt man einfach nur einen Farbwert und bei einer Projektion auf einem Datenpunkt nimmt man vielleicht was anderes, wie einen Punkt wieder. Und was ich euch eigentlich zeigen will, was eine Menge Programmierfrust erspart, ist Tableau Public. Das ist eine Software, in der könnt ihr eure Daten im Prinzip reinladen wie bei Excel. Und ihr könnt euch die Daten anschauen, um zu wissen, was will ich mit meiner Visualisierung überhaupt zeigen oder was sind in den Daten so an Werte versteckt. Und ich habe jetzt mal einen Beispieldatensatz genommen von den Waffentransporten, von Waffentransfers von Deutschland in andere Länder von 1990 bis 2014. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man bei Tableau sieht, welche Dimensionen hat man zur Verfügung, also was kann man sich genau anschauen. Und welche konkreten Werte gibt es? Also hier gibt es wahrscheinlich auch die Bezugspunkte für eine Karte und die Anzahl der georderten Waffen. Und was man jetzt machen kann, ist, okay, wir interessieren uns für die Kategorien in den Waffen. Okay, da steht halt jetzt irgendwas und vielleicht in welchem Jahr sie ausgeliefert wurden. Dann sieht man jetzt schon mal ein bisschen mehr, dass man halt sieht, okay, hier ist jetzt ein Bezugspunkt im Jahr 1994. Sind irgendwie Waffen transportiert worden von dieser Kategorie oder hier. Aber so richtig viel sieht man noch nicht. Was man hinzufügen könnte, ist vielleicht die Anzahl der Waffen, die in einem Jahr transportiert wurden. Und dann kann man das einfach wunderbar reinziehen. Sieht manchmal nicht so schön aus. Dann ändert man noch so ein bisschen an dem Measurement, was man halt hat. Man will es nicht aufsummieren, sondern vielleicht eher die einzelnen Datenwerte sehen. Dann hat man auf einmal sowas. Also, man hat relativ schnell einen Überblick über die Daten, wo man sich dann ein bisschen angucken kann, okay, es ist einmal was transferiert worden, nochmal was im anderen Jahr. Oder halt hier gibt es irgendwas Größeres, da sind irgendwie 6-mal Waffen hin und her transferiert worden oder 4. Und so kann man sich einen ersten Eindruck auf die Daten verschaffen und vielleicht sehen, welche Datenfelder müssen noch bereinigt werden oder was kann ich zusammenfassen, um dann das ideale Ergebnis für eure Visualisierung dann wirklich auch programmieren zu können. Und nicht vorher schon nach dem Programmieren zu sehen, oh, das, was ich hier gemacht habe, das war gar nicht so hilfreich. Und das ging mir häufig so. Dank Lisa hat mir dann irgendwann mal Tableau gezeigt und
gesehen, wie man schneller mit den Daten umgehen kann. Also Excel ist eine Möglichkeit, da habt ihr schon ein bisschen, glaube ich, heute was mitgemacht. Tableau ist eine andere Möglichkeit, um schnell irgendwas zu sehen und dann vielleicht schneller eine schöne Visualisierung zu programmieren.